Faszination Lesen. Zeitungen, Zeitschriften, Magazine, Bücher. An der Beliebtheit des gedruckten Wortes hat sich auch im täglich wachsenden Labyrinth elektronischer Medien nichts geändert. Der Mensch kann den Ort, Zeitpunkt und das Tempo der Informationsaufnahme selbst bestimmen. Umblättern, nachdenken, Pause machen, wo man will, wann man will. Diesen Service können elektronische Medien nicht annähernd bieten. Aus Studien der Leseforschung zeichnet sich das Bild des Lesers als aktivem, kritischem, analytisch denkfähigen Menschen. Der viel Fernseher neigt zur Passivität. Nie wurde mehr gelesen als heute. Sich ungehindert zu informieren ist in unserem Lande ein verbrieftes Grundrecht. So steht es im Artikel 5 Grundgesetz. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wortschrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Die Pressefreiheit kann nur durch einen unabhängigen Vertrieb garantiert werden. Denn ohne gesicherte und allgemein zugängliche Vertriebswege wäre die Freiheit des geschriebenen Wortes blanke Theorie. Als Bindeglied zwischen den Herstellern, also den Verlagen, und dem Einzelhandel arbeitet der Pressegroßhandel. Er bietet seine Leistung allen Verlagen an, ohne eine Auswahl nach wirtschaftlichen, politischen, ethischen oder anderen Kriterien zu treffen. Das Grundrecht der Bürger auf Informationsfreiheit wird so erfüllt. Mehr als die Hälfte aller Zeitungen und Zeitschriften werden in der Bundesrepublik über den Vertriebsweg Pressegrosso abgesetzt. Tag für Tag beliefern 99 Grossisten im gesamten Bundesgebiet ca. 108.000 Einzelhändler und garantieren damit die Überallerhältlichkeit von Zeitungen und Zeitschriften. Dieses engmaschige Vertriebsnetz ist beispiellos. Die Umsetzung des Artikel 5 ist das erklärte Unternehmensziel des Pressegrosso. Der hohe Dienstleistungs- und Versorgungsauftrag könnte unter Wettbewerbsbedingungen nicht erfüllt werden. Deshalb ist die Bundesrepublik in Gebiete aufgeteilt, in denen jeweils ein Pressegroßhändler als Alleinvertrieb seine Aufgaben erfüllt. Das Vertriebsgebiet der Firma Salzmann verläuft von Wittingen an der ehemaligen Zonengrenze entlang bis zum Südharz und von dort aus in westlicher Richtung nach Holzminden. Das Gebiet umfasst ca. 7000 Quadratkilometer. Hier leben mehr als 1,4 Millionen Menschen. Wie die meisten Pressegrossisten ist das Grossohaus Salzmann ein mittelständisches privates Unternehmen. Neben der Zentrale in Braunschweig arbeiten Auslieferungsläger in Goslar, Wolfsburg und Holzminden. Das Vertriebszentrum. Auf einer Fläche von über 3700 Quadratmeter arbeiten die Expedition und die Remittentenabteilung. Der Wettlauf mit den elektronischen Medien hat nicht nur die Zeitungsredaktionen unter Druck gesetzt, sondern auch uns vor neue Herausforderungen gestellt. Die Anlieferung der meisten Titel erfolgt erst wenige Stunden vor dem Erstverkaufstag. Wöchentlich werden 2,6 Millionen Zeitungen und Zeitschriften kommissioniert. Ein eingespieltes und rationell arbeitendes Team von Mitarbeitern und der Einsatz moderner Technik sorgen dafür, dass alle Termine eingehalten werden. Schnell, pünktlich und genau. Die meisten Lieferungen werden einer maschinellen Endkontrolle unterzogen. Die Pakete laufen über ein geeichtes Wägesystem, das die Soll- und Ist-Gewichte vergleicht. Ein Warenkontrollbeleg bestätigt das Ergebnis.
Natürlich wird bei einem Pressegrossisten Tag und Nacht und von Montag bis Sonntag gearbeitet. Die Auslieferung erfolgt überwiegend in den Nachtstunden. Jeder Kunde erhält seine Ware vor der Ladenöffnung, damit pünktlich mit dem Verkauf der druckfrischen Zeitungen begonnen werden kann. Für diese Dienstleistung fahren wir 2,5 Millionen Kilometer im Jahr. Presse lebt von Aktualität, aber welche Stories beim Leser welchen Erfolg haben, weiß selten jemand im Voraus. Deswegen werden die Bezüge so disponiert, dass eine Verkaufsreserve die Unwägbarkeiten abdecken kann. Die Exemplare, die nicht verkauft wurden, die Remittenten, werden wöchentlich beim Einzelhandel abgeholt und in unserer Remittentenabteilung verarbeitet. Das Herzstück der Remittentenabteilung ist die ORV-Anlage. ORV heißt optronische Remittentenverarbeitung. Die ORV kann lernen, lesen, zählen, sortieren. Die Titelbilder werden von einer optronischen Kamera abgetastet. Das erzeugte elektrische Signal repräsentiert die Grauwerte der Titelseite in grober Rasterung. Jede Titelseite ist durch ihre individuelle Grauwertverteilung bzw. durch die zugehörige Signalfolge identifizierbar. Zurzeit sind fast 30.000 Bildmuster gespeichert. Die gelesenen Daten werden nicht nur für die Kunden gut schriftbearbeitet, sondern gehen auch direkt in die Disposition für die nächsten Ausgaben. Damit erzielt man schnell und sicher eine vollständige Markttransparenz. Der größte Teil der nicht verkauften Zeitungen und Zeitschriften, etwa 90 Tonnen wöchentlich, geht direkt in das Altpapier und wird recycelt. Die Felswerke stellen daraus die begehrten Fermacell-Baustoffplatten her. Sinnvoll auch aus ökologischer Sicht. Zeitlose Titel, Sonderhefte mit langer Laufzeit werden als Ganzstücke gesammelt und an die Verlage für weitere Vertriebslinien zurückgeschickt. Gehen wir nun aus der Technik in die Verwaltung. Für unsere Kunden haben wir einen SB-Markt eingerichtet. Dort präsentiert sich das gesamte Zeitungs- und Zeitschriftensortiment. Dort zeigen wir auch verschiedene Angebotsformen, Ladeneinrichtungen und Displays für die optimale Warenpräsentation. Der Kundendienst ist direkt anwählbar. Aufträge unserer Kunden werden entgegengenommen, gewissenhaft bearbeitet und ausgeführt. Gut ausgebildete und freundliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen nicht nur in der Zentrale Braunschweig zur Verfügung, sondern auch in den Auslieferungslägern Goslar, Wolfsburg und Holzminden. Die Hauptaufgabe unserer Außendienstmitarbeiter liegt in der aktiven Verkaufsberatung vor Ort. In Gesprächen mit unseren Kunden wird der richtige Standort für die Presse bestimmt und ein nachfragegerechtes Sortiment zusammengestellt. Für die Warenpräsentation gibt es moderne, erfolgreiche Konzepte, die richtig eingesetzt optimale Ergebnisse erzielen. Die Farborientierungshilfen für Objektfamilien setzen sich nach und nach im Markt durch. Sie dienen dem Käufer und dem Personal des Einzelhändlers. Das Deutsche Handelsinstitut Köln DHI hat die Rentabilität des Pressesortiments in 5 Betriebsformen des Einzelhandels untersucht. Hohe Umschlagsgeschwindigkeit und eine Flächenproduktivität der Spitzenklasse signalisieren die Dynamik des Sortiments. Die Umsatzrendite liegt in den meisten Fällen deutlich über den Werten des Gesamtbetriebes. Aus dem Fundus dieser Daten bieten wir jedem Kunden eine individuelle Beratung und Marktausschöpfungsanalyse an. Aber es geht bei der Tagesarbeit auch um Fragen der Lieferung, Remission oder Rechnungslegung. Das schnelle Geschäft mit der Presse muss umfassend organisiert sein. In der Vertriebsabteilung werden wöchentlich riesige Datenmengen bewältigt, um die Disposition der Zeitungen und Zeitschriften den Nachfrageschwankungen anzupassen.
Aus Vergangenheitswerten und dem letzten Verkaufsergebnis errechnen wir für jeden Kunden und für jeden Titel den neuen Bedarf und disponieren anschließend die Gesamtauflage mit dem Verlag. Die Qualität der Dispositionsarbeit wird mit praxisgerechten Analyseprogrammen ständig überprüft. Jeder Kunde wird individuell bedient. Zu einer guten Vertriebsarbeit gehört es selbstverständlich auch, den Markt immer wieder nach Reserven zu untersuchen. Mit der EHASTRA, der Einzelhandelsstrukturanalyse, liegen die Marktdaten der gesamten Bundesrepublik zum Vergleich vor. Das Vertriebsgebiet wird mit LOMAP, dem lokalen Marktanalyseprogramm für Presseerzeugnisse, in kleinste Einheiten zerlegt und nach soziodemografischen und sozioökonomischen Kriterien ausgewertet. Die Ergebnisse fließen in die Verteilerarbeit ein. Daraus werden auch Aufgabenstellungen für unseren Vertriebsaußendienst erarbeitet. Mit Salzmann das Neueste informieren wir unsere Kunden wöchentlich über den bunten, vielfältigen Pressemarkt. Bunt und vielfältig. Das sah nach dem Krieg noch ganz anders aus. Zuerst in Braunschweig am Johannishof und anschließend am alten Hauptbahnhof wurde die erste Aufbauarbeit geleistet. Das bedruckte Papier war wertvoll. Fast ohne Technik und natürlich auch ohne Computer wurde der Pressevertrieb sozusagen mit der Hand gemacht. Aber, wie überall im Lande, zeigte die Pionierarbeit rasch Erfolg und die Räume am alten Hauptbahnhof wurden zu eng. 1965 erfolgte der Umzug nach Rüningen. Über mehrere Ausbaustufen entstand dann der moderne Betrieb von heute. Parallel zum Pressegrosso wurden weitere Unternehmen gegründet, die heute die Firmengruppe Salzmann bilden. Die Pandata als Computerdienstleister, die neben der Firmengruppe Salzmann auch andere Kunden bedient. Die Karl-Heinz Salzmann Bahnhofs- und Verkehrsbuchhandlungs KG mit ihren modernen und beliebten Pressezentren in Braunschweig, Wolfsburg, Wolfenbüttel und Holzminden. In diesen Medienkaufhäusern werden in der Hauptsache Presse, Bücher, Tonträger und Videos angeboten. Kioske und Buchhandlungen runden das Firmenbild ab. Die BTV, Buch- und Tonträgervertriebsgesellschaft, bietet ihre Rack-Jobbing-Dienstleistung bundesweit dem Einzelhandel an. Weil wir mit dynamischen und schnelllebigen Waren handeln, bauen wir auf qualifizierte Nachwuchsarbeit. In der Firmengruppe Salzmann bilden wir in 7 Berufen aus. Der Medienmarkt entwickelt sich rasant weiter. Unter dem Stichwort Multimedia wird es in den nächsten Jahren komplexe technische Formen der Bildungs- und Unterhaltungsprogramme geben. Umblättern, nachdenken, Pause machen, wo man will, wann man will, bleibt noch lange Zeit ein Grundbedürfnis des Menschen. Deshalb steht im Mittelpunkt unserer Arbeit nach wie vor das gedruckte Wort. Faszination Lesen. Thank you.